Flughafen Leipzig-Halle. Rund um die Uhr ist der Räumtrupp im Einsatz. Trotz Frost und Schnee, die DHL-Frachtflieger müssen sicher starten und landen können. Und das pünktlich. Kunden in aller Welt warten. 3600 Meter Runway müssen komplett schneefrei sein. Eisige Alpen türmen sich vor dem DHL-Hangar. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Wir lernen von jeder Winter. Wir haben Checklists, damit wir sicherstellen, dass wir alles, was wir brauchen in so einer Winter-Operation, dass wir das haben. Da müssen Sie denken an Salz, De-Icing-Fluid und Geräte bis zum Schaufeln und Besen. 23 Uhr, minus 4 Grad, gefühlt sind es locker minus 10 Grad. Unterwegs auf dem Vorfeld. Nun landen die Maschinen im 5-Minuten-Takt. Startende Flieger müssen je nach Wetterlage enteist werden. Ein verantwortungsvoller Job, der schnell, aber sorgfältig ausgeführt werden muss. Denn Eis und Schnee erhöhen das Flugzeuggewicht und verschlechtern die Aerodynamik. De-Icing ist ein absolutes Muss aus Sicherheitsgründen. Im Kontrollraum werden die Bewegungen der Maschinen koordiniert, alle Entscheidungen mit dem Piloten abgesprochen. Sicherheit ist oberstes Gebot. Die Helfer am DHL-Hub Leipzig sind für alle Fälle gerüstet. Wir haben eine Flotte von 23 Enteisungsfahrzeugen, haben dazu noch natürlich diese Koordinationsfahrzeuge, um die Kommunikation mit den Piloten durchzuführen, und haben noch sogenannte Heater, diese Heißluftgeräte, um dann Triebwerksenteisung, diese Fanblades, durchzuführen. Auch im Hangar sind die Mechaniker auf Winter eingestellt. Spezielle Checklisten für frostige Temperaturen werden abgearbeitet. Unterdessen holen sich die Piloten die aktuellen Wetterdaten. Oben und unten, das muss auch bei minus 20 Grad funktionieren. Bei diesen schwierigen Wetterbedingungen wird uns alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um sicher zu landen. Wir haben sehr engagiertes Bodenpersonal, das die Landebahn frei hält. Wir haben sehr viel Personal, das die Flugzeuge vor dem Start und auch nach der Landung enteist. Das Wetter nicht ganz einfach in Leipzig, es kann sich stündlich ändern. Selbst kleinste klimatische Veränderungen können große Auswirkungen auf den eng getakteten Flugplan haben. Die Mannschaft am Boden ohne See geht hier gar nichts. Die Ramp Agents entladen 60 Maschinen mit 1600 Tonnen Fracht jede Nacht. Ein weiteres Team sorgt dafür, dass auch das Vorfeld schnee- und eisfrei bleibt. In wenigen Stunden geht in Leipzig die Sonne auf. Ein neuer Tag und der Kampf gegen Schnee und Eis beginnt aufs Neue.